Das hatten eigentlich nur die allergrößten Optimisten erwartet. Nachdem der IFO-Index zuvor viermal in Folge gefallen ist, konnte er heute leicht zulegen. Ist die wirtschaftliche Lage am Ende gar nicht so schlecht, wie oft suggeriert in den letzten Wochen? Darüber wollen wir heute sprechen mit Sabine Traub, Leiterin Primärmarkt an der Börse Stuttgart. Sabine, ich gebe die Frage direkt weiter. Ist die wirtschaftliche Gesamtlage in Deutschland am Ende besser als gedacht? Wenn man mit den Unternehmen spricht, ist sie wirklich nicht so schlecht, wie teilweise von vielen Experten suggeriert wird. Es laufen ja wirklich viele Gefahr, die Krise herbeizureden. Allerdings ist die Auftragslage bei den Unternehmen nicht so schlecht. Sie ist schon rückläufig und ich denke auch, dass wir in eine konjunkturschwächere Phase reinlaufen werden, aber nicht wie viele andere europäische Staaten in eine richtige Rezession. Und das spiegelt sich nun eben auch im IFO-Index wider. Gestern gab es einen kleinen Schock am Rentenmarkt. Deutschland konnte eine geplante Anleihenauktion nicht komplett zeichnen. Was sind die Gründe dafür? Ja, die Gründe sind vielfältig. Auf der einen Seite ist es so, dass die Banken teilweise Liquidität halten und ihre Cash-Steuerung nur über die EZB laufen lassen. Sie leihen sich gegenseitig kein Geld und das heißt natürlich auch, dass sie dann auch keine Bundesanleihen zeichnen. Der zweite Grund ist, dass Europa als Cash-Cow für Europa gesehen wird. Nicht Europa für Europa, sondern Deutschland für Europa als Cashcow gesehen wird. Und hier die Marktteilnehmer eigentlich zu niedrige Zinsen sehen, die Deutschland momentan dann zur Refinanzierung bezahlen muss. Wir sollen praktisch der Fels in der Brandung für alle sein. Das müsste sich den Marktteilnehmern zufolge in höheren Zinsen widerspiegeln. Und der dritte Grund ist natürlich auch so ein bisschen eine Warnung an die Politik. Die Politiker, also Staatspolitiker und EU-Politiker streiten sich. Es folgen auf die Beschlüsse keine richtigen Taten und das ist einfach die Unsicherheit im Markt, die sich hier dann auch ausdrückt. Bereits vergangene Woche haben wir über Österreich gesprochen, deren Staatsanleihen unter Druck gerieten. Jetzt scheint sich die Krise auch auf den Bankensektor in Österreich auszuweiten. Ja, also man muss sagen, es sind alle Banken, fast alle Banken stehen stark unter Druck. Natürlich dann auch noch die österreichischen. Bei den österreichischen ist es nur so, dass sie momentan wirklich keiner haben will. Also wenn man jetzt zum Beispiel eine österreichische Bank verkaufen möchte, ist es schwierig, also ein Banktitel, ist es schwierig dafür, einen Käufer zu finden. Aber Privatanleger hier bei uns an der Börse sind eh nicht so stark in österreichischen Banktiteln investiert. Sie investieren eher in österreichische Staatsanleihen und hier muss man sagen, sind eher Trader unterwegs in den ganz langen Laufzeiten, weil hier der Kurshebel am größten ist und dann eben die volatilen Märkte ausgenutzt werden. Ein aktueller Überblick über den Rentenmarkt mit Sabine Traub. Vielen Dank für das Gespräch.